Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir bauen heute ein bisschen weiter. Ich habe mir schon mal, die Truhen hier vorgenommen. Ich habe schon mal eine Beschriftung gemacht und alles umsortiert, weil ganz ehrlich, das ist stinkend langweilig. Das wollte ich euch jetzt nicht unbedingt antun, aber wir haben jetzt ordentlich Platz. Ich habe hier drüben jetzt alle Lebensmittel und auch gleich mal 3 Truhen so für Sachen gemacht, wo wir in Zukunft sehr, sehr viel haben werden. Dass wir nicht mehr so schnell in, Platzmangelnote geraten, nennen wir es mal so. Es reicht leider immer noch nicht ganz. Ich hätte ganz gern noch 3, 4, 5 Truhen mehr. Jetzt aktuell passt es erstmal. Ich habe 2 Ideen dafür. Entweder verlängern wir das Haus irgendwann mal noch ein kleines Stückchen. Weil so hundertprozentig zufrieden hier mit diesem kleinen Eingang bin ich noch nicht. Ich wollte den eben mal gerne im selben Winkel haben wie das Hauptgebäude. Eigentlich schon seit Anfang an habe ich mir gedacht, es würde bestimmt besser aussehen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Oder wir bauen uns oben noch ein paar Truhen hin. Mal schauen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe es ein bisschen umsortiert. Also nicht böse sein, wenn wir in Zukunft oder wenn ich in Zukunft mal wieder ein bisschen länger suchen muss, wo was reingehört. Naja. Freue mich, dass das finito ist. Ich möchte mit euch endlich das letzte kleine Stück hier fertig kriegen. Weil mich das ganz schön annervt, dass das so lange immer noch nicht erledigt ist. Dafür brauchen wir einmal Stein hier hinten. Wo habe ich denn den Stein mit stehen? Der steht schon dort. Das müsste passen. Inventar ist soweit leer. Ah, 3 war zu viel. Wir kriegen nur 2 weg. Naja, wird schon liegen bleiben. Ich habe ansonsten noch ein paar Lebensmittel und so weiter vorbereitet, wenn wir uns dann in den Kampf machen. Ich zeig's euch gleich mal. Also ich war ja generell relativ viel sammeln, also Himbeeren haben wir eine ganze Menge da, Pilze war ich sammeln. Möhren habe ich so oder so ohne Ende angebaut. Und Samen vor allem auch, ich habe jetzt nochmal eine komplette Fuhre auf unserem Beet gemacht, ihr seht, es ist mehr als genug da. Und ja, ich habe hier jeweils eine Kiste für unsere Lebensmittel aktuell, wir werden natürlich noch bessere Lebensmittel dazu kriegen, dann müssen wir das nochmal umarbeiten. Aber ich habe uns... auf jeden Fall ein bisschen Suppe. Hey, der Troll. Geh weg, Troll. Und ein bisschen Marmelade hergestellt. Wir können uns auch gleich mal eine Marmelade reinfuttern, dann haben wir etwas mehr Ausdauer. Die Maipole wollten wir doch endlich mal bauen. Was brauchten wir dafür? Sollten wir alles haben. Müssen wir auch unbedingt noch machen. So, jetzt erstmal Steinplatten rein und dann würde ich ganz gerne das Stück hier noch fertig kriegen. Dann haben wir es endlich geschafft. Von den Steinplatten her passt es eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, es sind 3, 4, 5 maximal, die grün sind, also die nicht perfekt auf dem Boden abschließen. Die werde ich dann früher oder später mal noch wieder ausbuddeln und ein bisschen Erde aufhäufen. Das ist echt, da sieht man mal, wie viel Stein das kostet, ne? Wird am Ende gar nicht reichen mit dem Stein, was wir hier hinten haben. Aber dafür sieht es halt auch einfach mega geil aus und wir sind safe. Irgendwann muss ich den Graben mal noch fertig kriegen. Ein bisschen habe ich es bereut, dass ich mich dann dazu entschieden habe, dass wir hier doch Steinmauer dann hinten dran machen. Anstatt einfach die Erde zu lassen. Ich meine, es sieht schöner aus, aber es ist halt auch wieder so viel Arbeit, so viel Stein. Aber am Ende wird es geil aussehen und irgendwann werden wir die Base mal noch erweitern. Weil ich hätte ganz gerne doch noch ein Stück Basis, was ein bisschen höher liegt. Wo wir hier eine kleine Brücke haben und dann vielleicht hier oben drauf noch eine Plattform bauen. Und vor allem dann auch den Graben so als kleinen Fluss nutzen, wo die Brücke drüber geht. Ich denke, das wird mega geil aussehen. Aber das passiert jetzt erstmal nicht in naher Zukunft. Erstmal müssen wir hier alles fertig kriegen. Wir werden das hier noch bauen, mal gucken, diese und vielleicht auch noch nächste Folge, je nachdem... wie lange wir brauchen und dann werden wir uns... war denn das? Jetzt habe ich keine Werkbank mehr. Jetzt habe ich eine. Und dann werden wir uns mal auf den Weg zum Knochenwanst machen. Ich bin doch zuversichtlich, dass wir das jetzt mit dem ganzen Stufe 4 Zeug hinkriegen. Ich hoffe es sehr. Ich muss dann nochmal schauen, ob wir genügend Tränke haben. Ansonsten kann ich die heute mal noch herstellen. Nach dem Let's Play. Das sollte ich zeitlich noch hinkriegen. Beziehungsweise das kriege ich auf jeden Fall zeitlich hin.
Jo, und dann mal schauen. Knochen, wenn es dann besiegt ist, werden wir uns definitiv mal auf die Suche nach Silber machen. Also wir werden es steintechnisch auf jeden Fall gar nicht schaffen. Wir werden wahrscheinlich nicht mal die Bodenplatten zu Ende kriegen. Ja, mit dem Händler weiß ich noch nicht. Ich habe gerade ein bisschen die Schnauze voll von der Händlersuche, verständlicherweise, weil, ja, Seeschlangen überall. Ich fühle mich halt echt nicht mehr sicher auf dem Meer. Jetzt einfach mit euch wieder aufs Boot und mal 3 Folgen lang rumschiffen, ist irgendwie gerade aktuell gar nicht drin. Also ich glaube, dann machen wir doch vorher erstmal das größere Boot mit den Eisennägeln. Dann müssten wir nochmal in den Sumpf ein bisschen Eisen sammeln gehen. Ich glaube, unser Stein, ja, das war's schon. Wahnsinn, das kleine Stück haben wir geschafft und das waren, weiß ich nicht, 4, 5 Steinhaufen. Das hier fehlt immer noch. Ja, dann müssen wir wohl oder übel noch ein bisschen Stein sammeln gehen. Jetzt muss ich mal überlegen. Hier hatten wir, nee, Schlange möchte ich auf gar keinen Fall. Haben wir die Hacke dabei? Die haben wir dabei. Hier war Händler, ne? Ja. Dann müssen wir noch mal ein bisschen Stein sammeln gehen. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Vielleicht kriegen wir zumindest die Steinplatten fertig. Dann könnten wir nächste Folge entweder den Rest noch machen, die Säulen. Oder vielleicht mache ich es auch außerhalb des Videos heute noch. Den Rest habe ich ja auch alleine gebaut. Ist ja nicht so schlimm. Ist halt auch langweilige Arbeit. Wie gesagt, wenn wir dann wieder Häuschen bauen und so Sachen, dann werde ich definitiv das im Let's Play machen. Aber ich denke, es nimmt mir auch keiner übel, dass ich diese extrem langwierigen und langweiligen Arbeiten nicht mit dem Video zeige. Aber es ist halt echt geil. Wir haben hier eine ganze Menge Stein. Da geht es auch immer relativ schnell. Ich mag diese Steine hier echt am meisten, weil ihr seht, man muss nur einmal draufhauen. Und es bricht immer direkt ein Stück ab. Geht viel schneller als bei den kleinen hier. Ich bin echt erstaunt. Ich bin, keine Ahnung, mal 1, 2 Stunden durch den Wald gelaufen, um halt Pilze und Himbeeren und sowas zu sammeln. Und ich bin doch erstaunt, wie viel man findet. Ich hatte das gar nicht so doll auf dem Schirm. Aber gerade Himbeeren ohne Ende, Pilze sind ein bisschen weniger als Himbeeren. Aber ich war doch erstaunt, wie schnell das geht und wie viel wir gefunden haben. Und wenn man dann echt mal schaut, wie lange halt auch zum Beispiel die Bärenmarmelade hält, dann lohnt sich das halt doch sehr. Wenn ich solche Arbeiten hier mache, dann haue ich mir halt meistens nur Möhrchen und Honig rein. Weil wir davon einfach unendlich herstellen können. Weil es halt teilweise gerade mit den Bodenplatten, wenn ich jetzt überlege, ich hätte da jedes Mal was anderes genommen. Also so teurere Lebensmittel, das wäre wirklich, das wäre zu teuer geworden. Auch wenn es länger hält und so, gar keine Frage, aber ich da jetzt jedes Mal Bärenmarmelade genommen hätte. Jetzt muss man halt alles suchen und Honig und Möhrchen können wir anbauen. Ich habe auch eine Bienenkönigin mehr, also ein Bienenstock mehr ist unser eigen. Obwohl wir uns damit, ach hier, schaut mal. Ja, jetzt weiß ich, was ich euch noch sagen wollte. Ich war ja Kupfer sammeln. Hatte euch das noch gar nicht gezeigt. Nicht nur das, was ihr gerade gesehen habt, sondern eine ganze Menge mehr. Das können wir gleich mal machen. Freue ich mich nämlich eigentlich schon lange drauf, weil ich das endlich mal ausprobieren wollte. So, wir müssen mal kurz einen Steinhaufen bauen, sonst kommen wir hier nicht voran. Ja, immer noch überladen. Ja, und jetzt kann ich keinen mehr bauen, weil ich überladen bin. Super. Ach, Mann. Komm, gib mir ein kleines bisschen. Reicht mir doch schon. So. Also mit der Größe hier bin ich wirklich vollkommen zufrieden. Man könnte die auch viel, viel enger bauen. Ich habe das mal ausprobiert. Man könnte noch mehr rausholen, aber dann hat man es halt doch ab und zu mal, dass ein Pflänzchen zu wenig Platz hat. Und das muss einfach nicht sein. So, das Kupfer können wir gleich mal in den Schmelzofen werfen.
Ja, andere Idee war noch, ob wir das gar nicht als Lagerhaus nutzen, sondern hier komplett die Dinger und so reinbauen und uns nochmal ein Lagerhaus bauen. Aber ich muss sagen, so schlimm finde ich es jetzt gar nicht. Also ja, das hier könnten wir mal noch zumachen, aber wir lassen es erstmal so. Wir haben schon ein großes Projekt vor. In unserem Haupthaus, was dann mal irgendwann für quer hier stehen soll. Mir ist noch nicht ganz klar, wie groß ich es machen will, aber ich würde fast denken, je nachdem, wir können ja mit Stein höher bauen, ob wir das wirklich so fast auf die komplette Breite ziehen. Ich will halt einfach irgendwas sehr, sehr Großes bauen. So, ich zeig's euch nochmal. Und zwar, wo haben wir es? Wir haben hier Metall. Hier haben wir schon mal 74 und was hatten wir jetzt noch? 17 oder sowas, also eine ganze Menge Kupfer sammeln. Aus dem einfachen Grund, dass ich sehr gerne mit euch... Wir müssen eh noch ein paar Sachen ausprobieren. Die Kohlepfanne wollte ich mal noch ausprobieren. Dann gab es ja diese andere Feuerstelle noch. Die werden wir im Haupthaus mal verbauen. Wo ist denn die? Wo bist du, Feuerstelle? Hier, die hier. Ich denke mal, die werden wir dann im Haupthaus verbauen. Vielleicht auch mehrere hintereinander. Wir müssen mal schauen, ob wir da auch so eine Grillstation drüber bauen können. Naja, was ich mit euch machen wollte ist... Wo ist es denn? Wandleuchter? Genau, der ist es. Weil das ist alles Standeisenfackel, genau. So, den hier. Und eigentlich hatte ich vor, das an jede Säule hier zu hängen. Ich denke, das würde mega geil aussehen, wenn hier an jeder Säule so ein Ding leuchtet. Dann ist auch unsere komplette Basis in der Nacht hell erleuchtet. Ich denke, das ist relativ cool. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Hier müsste auch noch ein bisschen was drin sein. Dann nehmen wir einfach mal noch etwas Kupfer mit. Ach, Mann. Man kann halt auch echt gar nichts tragen, ne? Wir brauchen unbedingt den Gürtel. Und Harz war es noch. Davon haben wir auch genug. Zwei Stück hat das jetzt gekostet. Ja, ich weiß nicht, wie viele. Komm, wir gucken mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Der anderen Seite auch. Sind 38. Ja, und die Seite ist nochmal ein bisschen länger. Boah, könnte aber ungefähr hinhauen mit dem Kupfer, was wir haben. Ich bin halt noch am Überlegen. Weil ich hätte auch ganz gerne diese Bretter hier dran, weil es sich einfach mega praktisch macht, um drauf zu springen. Ist die Frage, ob wir das dann einfach drüber hängen? Ach, wir brauchen die Schmiede dazu. Kann ich jetzt bestimmt wieder nicht aufnehmen, weil wir viel zu beladen sind. Nimm es mit. So, Schmiede. Zack. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das drüber hängen. Was ist denn jetzt? Ach nee, das ist nicht Schmiede, das ist Steinmetz. Ach. Bin auch wieder schlau. Müssen wir die mal ganz schnell hier vorne abreißen. Dann sind wir wieder beladen. Nee, das können wir nicht machen. Dann müssen wir erstmal hier was wegwerfen. So, Schmiede, du wirst wieder eine Stufe 1 Schmiede. Es tut mir sehr leid. Und her mit dir. So. Ja, ich glaube, wir hängen das hier oben drüber. Kommen wir dann immer noch hoch? Hängt nicht ganz mittig. Ah, dann kommen wir immer noch hoch. Ja, wäre schon cool, wenn wir das überall mit dran haben. Irgendwie sieht es so verdammt unmittig aus. Das liegt daran, dass die Säule so einen Knick macht. Aber wie sieht denn das aus? Ja, wir müssen hier auch wieder Harz reinwerfen. Ich dachte, wir finden mal irgendeine Lösung. Wie wir irgendwie unendlich Licht haben, aber ich glaube, das gibt's nicht. Es wird schon cool aussehen, ne? Meine, klar, ist auch ein bisschen übertrieben, das überall ranzuhängen, aber wenn, dann halt gleich ordentlich. Ach ja, aber hey, jetzt haben wir mal zusammen einen Trollangriff. Von wo kommen sie denn? Da hinten sind die Guten.
Von der Seite hatte ich noch keinen Trollangriff. Haben wir hier genug wir haben hier nicht genug Graben. Das ist schlecht. Komm mal hier rüber. Kommt hier lang. Guckt mal. Drüben ist viel schöner. Ah, Mist, wir haben ja gar keine Plattform. Oh, oh. Wow, vor allem mit dem ersten Schlag. Verdammt, also hier brauchen wir auf jeden Fall noch richtig Graben. Aber ihr seht, wir sind trotzdem safe. Müssen halt immer mal was reparieren. Na gut, diese Holzdinger, die halten natürlich gar nichts aus. Und die sind auch schon verwittert, das heißt, die haben nur noch 50% Haltbarkeit. Leuchten mal ein bisschen was. Aber so alles in allem, man sieht, unser Graben funktioniert. Trolle sind halt wirklich die einzigen, die da noch ein bisschen was anrichten können. Weil die halt so einen großen Radius haben, was ihren Angriff angeht. Aber alle anderen gucken da einfach nur ins Leere. Na, du kannst jetzt noch hier bleiben, du haust jetzt nicht ab. Der Angriff ist schon vorbei, der Troll ist trotzdem noch da. Auch komisch, eigentlich gehen die dann ihren Rückzug an. Nein, gib mir mehr Ausdauer. Und goodbye. Da haben wir es. Wieder ein paar Trollleder und ein paar Münzen. Wie viel waren es? 22 Münzen von ihm. Und auch nochmal 22 von ihm. Ja, perfekt. Gut, hier ist halt der Graben noch nicht. Das müssen wir dann mal noch bearbeiten. Ach, Mist. Lass mich hier hoch, bitte. Wir schaffen das. Ja. So. Ab und zu dann mal halt ein bisschen reparieren. Können wir, haben wir Holz? Nee, ne? Doch, wir haben Holz. Halt das Doofe, ne? Dass die halt schon verwittern durch Regen. Dann nur noch 50% Leben haben. Man sieht's ja hier überall. Weißt du, wäre cool, wenn sowas noch aus Edelholz oder so geben würde. Irgendwas, was ein bisschen länger hält. Ich wollte jetzt bloß auch keine Steinplatten wieder reinmachen. Ja, lassen wir erstmal so. Ich baue das dann demnächst noch fertig. Aber mir gefällt das mit den Leuchtern, oder? Jetzt überlegt mal, das wäre hier über die komplette Breite. Ah, das würde schon cool aussehen. Ja, wir machen das auf jeden Fall so. So, drei Leuchter können wir noch bauen. Müssen natürlich schauen, dass wir die auch... Nein, warum sieht der jetzt so kacke aus? Nicht so mitten im Dings verschwinden. Warum tut er das? Irgendwie ein bisschen doof. Naja, dann ist es halt so. Dem geht's wieder. Vielleicht baue ich die Säule nochmal neu. Keine Schmiede mehr. Ah, verdammt. So, jetzt haben wir eh kein Kupfer mehr. Bei dem ist es auch so. Naja. Sieht man von Weitem ja nicht. Aber ich finde, das wird schon relativ cool. Dann haben wir ein komplett erleuchtetes Königreich hier. Gefällt mir. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar hin. Schnappen uns noch ein bisschen Kupfer und ein bisschen Holz. Aber wir haben hier keins mehr drin, ne? Nee. So. Mal gucken, wie viel wir mitnehmen können. 15 Stück war eins zu viel. Nehmen wir zwei weg, dann können wir noch ein bisschen Holz mit einpacken. Dann können wir ganz schnell noch die Münzen mit reinwerfen. Wir haben mittlerweile über 1200 Münzen und auch so viele Bernsteine, Bernsteinperlen, Rubine. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns damit auch was leisten können, wenn wir den Händler irgendwann mal finden. Reicht die Schmiede noch? Natürlich nicht. So. Das hier war sie. Hat er jetzt wieder nicht alles aufgenommen. Schweinebacke. Geht ja auch relativ schnell. Das können wir dann auf jeden Fall nächste Folge weitermachen. Dass wir auch mal wieder was zusammenbauen.
So, zack. Dann wieder das Ding. Sieht halt einfach mega geil aus. Deswegen war ich so viel Kupfer sammeln. Es hat halt auch ohne Ende Kohle gebraucht, um das alles zu schmelzen. Aber dafür haben wir jetzt von allem genug. Auf jeden Fall viel Kohle, viel Kupfer, viel Holz. Nur Stein fehlt ein bisschen. Lebensmittel, alles da. Dann brauchen wir uns in nächster Zeit nicht mehr so dolle auf die Suche und Sammlerei konzentrieren. Schon wieder das Kupfer leer, verdammt. Ja, aber ungefähr sollte es ja passen mit dem, was ich gesammelt habe. Schaut es euch mal an. Ja, das wird geil. Ich freue mich sehr. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich guck mal, dass ich das Stück hier noch weitermache heute. Und dann können wir morgen bei der Folge die restlichen Fackeln dran machen. Und uns dann mal so langsam rüsten für den Knochenwanst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.